Zeit fing das eigentlich auch an, dass ich mich sehr mit Fragen beschäftigt habe, die geistige Dinge betreffen. Also die Frage zum Beispiel, gibt es eine geistige Welt? Also jenseits dieser materiellen Welt, gibt es da Dinge, die nicht sichtbar sind, aber doch da sind? Gibt es Gott und lauter solche Fragen? Mir war klar, also wenn ich je Gott finden würde, da würde ich nur mit ihm Gott finden. Es war so eine Gewissheit für mich. Auf diesem Bauernhof bin ich groß geworden. Der liegt in einem kleinen Dorf in Nordhessen. Das war für mich aber keine Perspektive, hier zu bleiben. Das mit dem Bauernhof hat mir auch wenig Spaß gemacht. Das waren viele Schweine und für mich keine sehr attraktive Zeit. Und deswegen hat es mich ziemlich in die weite Welt getrieben. Ich habe viel gereist. Bei mir war das anders. Ich bin eigentlich am Bodensee aufgewachsen, in einer katholisch geprägten Familie. Meine Mutter kam auch vom Bauernhof und wir sind eigentlich in allen Ferien immer auf den Bauernhof gefahren und das hat mir immer viel Spaß gemacht mit den Tieren. Nach dem Zivildienst bin ich dann nach Afrika gereist und habe dort für 4 Monate eine Arbeit von der Kirche begonnen. In Südafrika, da hatte ich auch wieder mit schwarzen Kindern zu tun und habe denen Trompete und Posaune spielen beigebracht und bin dann anschließend 3 Monate rumgereist. Und nach der ersten Nacht dieser Reise auf dem Campingplatz hat mich morgens jemand angesprochen, was ich so mache und wer ich bin und so weiter. Dann habe ich erzählt, ich hätte so einen Job von der Kirche gehabt. Und er fragte mich, ach ja, wenn du von der Kirche bist, bist du dann Christ? Und da wusste ich nicht wirklich eine Antwort drauf zu geben. Und so hat er mich dann eigentlich innerhalb von 10 Minuten sehr tief in Glaubensdinge eingeführt und mir eigentlich ganz klar gemacht, dass ich kein Christ bin und wie ich einer werden kann. Und hat dann zu mir gesagt, das war deine Verabredung mit Gott, jetzt mach das Beste draus. Und dann hat er mich da stehen lassen und ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich habe dann erstmal nicht das Beste draus gemacht, sondern habe das als eine sehr interessante und eindrückliche Begegnung im Hinterkopf gehalten und habe mich dann nach Beendigung der Reise weiter in die Esoterik reinbegeben. Über einen Zeitraum von 10 Jahren habe ich Verschiedenes betrieben. Angefangen hat das mit alternativen Heilmethoden, Bachblüten, Homöopathie, aber auch so mehr noch tiefer esoterische Sachen wie Aurasoma und dergleichen. Alle solche Sachen, die irgendwie den Menschen weiterhelfen sollen. Das hat mich sehr intensiv beschäftigt und ich wollte auch immer genau wissen, warum wirkt das, was ist damit los. Ich habe deswegen die Literatur gründlich gelesen und mich da mal sehr tief eingearbeitet. Eine andere Sache war ein Ausflug in den Buddhismus, tibetischen Diamantwegs-Buddhismus. Das war eine sehr intensive Zeit, wo man intensive Meditationen durchgeführt hat. Eine ist ziemlich spektakulär, die nennt sich Powa-Meditation, während der man bei lebendigem Bewusstsein sozusagen seinen Körper verlässt. Das kann man da tatsächlich dann auch so miterleben und wird auch eigentlich dargestellt für die als Beweis der Wirksamkeit dieser Meditation. Was mich auch sehr beschäftigt hat und eigentlich dann so einen weiteren Bereich meines Lebens kennzeichnen sollte, war schamanische Sachen, also was aus von den Indianern in Amerika herkam. Da habe ich dann Schwitzhütten besucht und mich auch da wieder viel mit diesen schamanischen Sichtweisen, besonders der Natur, befasst, weil ich eben zur Natur ein besonderes Verhältnis schon immer hatte und auch jetzt noch habe und dann gerade diese Beseeltheit der Natur mich sehr interessiert hat. Also dass es hinter Bäumen oder hinter Landschaften oder hinter Tieren Engelwesen gibt, die die eigentlichen Geschicke sozusagen leiten und weisheitsvoll sind, zu denen man auch Kontakt aufnehmen kann und dergleichen. Und während einer anderen Reise, das war vom Studium aus organisiert, da bin ich dann alleine hingefahren, weil ich mit den anderen nicht mitfahren wollte, hatte ich mich nicht so gut mit denen verstanden und bin dann auch zurückgetrennt von Frankreich zurück und wollte gerne dann abends noch nach Aachen kommen und dachte, naja, da kannst du am Wartesaal übernachten. Das hatte ich schon mal gemacht nach einer anderen Reise und dachte, das passt dann so. Und als ich dann dahin kam, dann war der Bahnhof
leider Baustelle, nur ein Dach und Schutt und Asche und drunter. Und dann habe ich gedacht, naja, dann musst du wohl erstmal was essen und dann sehen, zusehen, wie du die Nacht da verbringst. Und auf dem Weg dorthin habe ich dann eine junge Frau getroffen, die gerade zu dem Zeitpunkt aus dem Auto ausgestiegen ist und mich nach dem Bahnhof gefragt hat. Ich bin ja in einer katholisch geprägten Familie groß geworden. Wir sind eigentlich jeden Sonntag in die Kirche, meine Eltern und meine drei Geschwister. Und das war für mich, ja, das war wirklich ein Teil vom Leben, kann man sagen. Und es war aber so schon, als sie vielleicht in der Pubertät war, dass ich mich immer gefragt habe, warum hängt denn überall dieser Jesus da am Kreuz? Ich habe das einfach nicht verstanden, was das soll. Warum da dieser zerschundene Körper hängt, das habe ich einfach nicht verstanden. Dass es Gott gibt, das war mir schon klar, aber was das sollte. Und mein Vater hat dann zu mir gesagt, jetzt machst du mit dem Pastoralreferent mal einen Termin, der ist ja zuständig für euch, für eure Jugendarbeit. Und fragst du den, der hat Theologie studiert, der kann dir das bestimmt gut erklären. Und was der jetzt mir genau alles erzählt hat, weiß ich nicht mehr, aber jedenfalls hat er auch gesagt, für ihn ist dieses Geheimnis eigentlich erst so klar geworden mit diesem Glauben, dadurch, dass er sich mit anderen Religionen beschäftigt hat. Und ich habe dann für mich gedacht, wenn man das verstehen will, muss man sich wohl mit anderen Religionen beschäftigen. Als ich mit der Schule dann fertig war, habe ich eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht. Und während der Ausbildung hat ein Freund, und das hat gar nicht lange gedauert, dann bin ich schwanger geworden und habe dann ein Töchterchen gekriegt, ein süßes. Und es hat auch gar nicht lange gedauert, dann hat uns der sitzen lassen, der Vater von dem Kind. Und das war für mich sehr schlimm. Also echt total schlimm eigentlich. Und eigentlich war damit meine behütete Jugend und Kindheit zu Ende. Mir war klar, also wenn ich je Gott finden würde, da würde ich nur mit ihm Gott finden. Es war so eine Gewissheit für mich. Ich habe das zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht verstehen können. Ich habe gedacht, irgendwie spinnt die ein bisschen, weil ich hatte ja keine Beziehung zu Gott. Aber ich dachte mir, Hauptsache, sie entscheidet sich für mich, egal aus welchem Grund. Und von dem her war es ja dann irgendwie auch in Ordnung. In der Zeit kamen für mich die ersten Zweifel auf wegen der Esoterik, weil die Anwendbarkeit nicht wirklich da war, wie ich immer wieder festgestellt habe. Beispielsweise hatte Judith ja eine kleine Tochter und ich war plötzlich der Vater von dieser Tochter und damit war ich hoffnungslos überfordert und hatte eigentlich auch gar nicht Interesse daran, plötzlich Vater zu sein, so über Nacht quasi. Wollte in erster Linie eine Freundin nur haben. Und die kleine Tochter wiederum hatte auch überhaupt kein Interesse daran, plötzlich einen neuen Vater zu bekommen und hat mit allen Kräften versucht, Judith und mich wieder auseinanderzukriegen. Und das war wirklich eine äußerst schwierige Zeit. Und alle esoterischen Versuche irgendwie dieses Kind mehr lieb zu gewinnen und irgendwie, dass diese Beziehung besser funktioniert, sind eigentlich alle fehlgeschlagen. Also auch Besuche bei Geistheilern oder entsprechende Bachblüten oder was man alles so macht, hat eigentlich alles überhaupt nichts genützt. Jedes Mal fiel das Kartenhaus wieder zusammen. Trotzdem waren wir beide miteinander ein glückliches Paar und haben dann auch geheiratet und haben hier auf diesem Hof dann unsere Hochzeitsfeier abgehalten. Und das war eine ziemlich abgefahrene Party. Freunde von mir hatten eine Reggae-Band da und wir hatten so ein Tipi-Zelt aufgestellt und hatten wirklich einen ausgesprochen vergnüglichen, rauschenden Festabend in einer lauen, warmen Augustnacht. Es war wirklich eine ausgesprochen schöne Feier. Und diese schöne Feier wiederum war eigentlich der Anlass dazu, dass wir uns überlegt haben, gemeinsam hier auf dem Hof mit Biolandwirtschaft anzufangen. Und ich dachte mir, jetzt kann ich die Kraft des positiven Denkens wirklich auch mal praktisch beweisen und belegen, weil als wir diese Idee dann gehabt haben und damit auch mal so ein bisschen in die Öffentlichkeit getreten sind, also bei Beratern oder an der Uni, dann Nachfragen dazu gehabt haben und Hilfe gebeten haben, dann haben viele gesagt, wir sollen den Blödsinn gleich wieder sein lassen, wird sowieso nichts. Und dann habe ich natürlich gedacht, als Esoteriker, ja, wenn man so negativ denkt, ist natürlich klar, dass das nichts werden kann. Da muss man positiv denken. Deswegen dachte ich, dass das in unserem Fall, wenn ich genug positiv denke und daran glaube, dass alles überhaupt kein Problem werden wird. Wir machen auch ohne Kapital und ohne viel praktische Erfahrung mit relativ wenig Arbeit einfach einen Hof können wir hinstellen und unser Geld damit verdienen. Wir haben nichts anderes gemacht als gearbeitet und geschlafen. Wir hatten total wenig Geld, gerade am Anfang. Unser einziges Einkommen bestand aus 200 Mark pro Woche von einem Wochenmarkt. Und damit musste alles finanziert werden. Das konnte also nicht reichen. Und für mich brach damit wirklich diese Esoterik
stückweise zusammen, weil ich festgestellt habe, es ist eigentlich nicht anwendbar. Und das andere ist, dass mir die Esoterik in der Frage der Schuld überhaupt nicht weiterhelfen konnte. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es mit der Tochter von Judith nicht so einfach gewesen ist. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass ich diesem Kind nicht gerecht werde. Dass ich eigentlich wirklich die Aufgabe habe, ihr ein guter Vater zu sein und das einfach nicht hingekriegt habe, sondern stattdessen immer wieder ein liebloses Verhalten gehabt habe, wo ich eigentlich liebevoll hätte sein müssen und das Einfühlvermögen meinerseits ihr gegenüber gar nicht so da war, wie es hätte sein müssen. Und ich immer wieder festgestellt habe, ich kriege das einfach nicht hin, dem Kind das zu geben, was sie braucht. Und das hat mich sehr belastet. Das war für mich wie eine Schuldenlast oder wie eine Schuld, die einfach mich wirklich bedrückt hat und wo ich keine Antwort drauf wusste. Da konnte mir auch die Esoterik nicht weiterhelfen. Und der dritte Punkt ist, der da mir auch immer klarer wurde, dass ich keine Beziehung zu Gott habe und auch in den ganzen Wegen nirgendwo finden konnte. Deswegen habe ich auch, glaube ich, viele Sachen durchprobiert, weil ich immer festgestellt habe, das, was ich gesucht habe, und im Grunde war das Gott, habe ich nicht gefunden. Hatten wir ja schon zwei gemeinsame Kinder und meine Tochter war ja auch schon da und ich bin dann also zum vierten Mal schwanger geworden. Und es war so ein Stress bei uns. Wir hatten ja praktisch drei kleine Kinder, total viel Arbeit und einfach kein Geld. Und jetzt war ich wieder schwanger und es war einfach eine total ausweglose Situation, weil ich wusste nicht, wie das jetzt wieder gehen sollte, wenn ich wieder schwanger war und wieder ausfallen würde. Und außerdem, das war immer diese permanente Geldmangel. Und dann ergab sich die Möglichkeit, dass wir nur in einer anderen Stadt auch noch einen Wochenmarkt machen konnten. Und auf diesem Wochenmarkt stand unter anderem auch ein Kollege, der hatte einen großen Verkaufswagen mit Brot drinne. Und zusätzlich zu dem Brot war da auch ein großer gelber Bibelvers aufgehängt. Da stand drauf, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Und das fand ich total krass, dass jemand, der Brot verkauft, ausgerechnet so einen Bibelvers aufhängt. Und das war für mich ganz interessant, weil erstens war das bei diesem Mann so, dass er sehr glaubwürdig war. Also ich hatte den Eindruck, dass was er sagt, dass er das auch macht. Dass das also sehr, sehr positiv sich unterschieden hat von meinen esoterischen Lehrern, wo ich häufig das Gefühl gehabt habe, die bringen tolle Lehren, aber ihr Leben ist eigentlich anders. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht und ich habe dann selbst angefangen, in der Bibel zu lesen in der Zeit. Und war beeindruckt, wie lebendig dieses Wort eigentlich ist, wie lebendig die Bibel zu mir reden kann. Und in der Zeit sind mir durch die Gespräche am Wochenmarkt einige Dinge sehr klar geworden. Nämlich erstens, dass es tatsächlich eine Antwort auf mein Schuldproblem gibt. Nämlich, dass Jesus Christus am Kreuz die Schuld für mich getragen hat. Und dass es nicht daran liegt, dass Gott fern wäre oder dass Gott irgendwie kein Interesse hätte oder dass Gott einfach nicht erfahrbar wäre, sondern dass es tatsächlich meine Schuld ist, die zwischen mir und ihm steht, weswegen er so fern von mir scheint. Und durch diese Gespräche mit dem Mann und durch das eigenständige Bibellesen ist mir dann klar geworden, ich kann ja Jesus Christus meine Schuld, alles, was mein Gewissen belastet, wo ich weiß, das war falsch, das habe ich nicht richtig gemacht, im Gebet ihm bringen und ihm um Vergebung bitten, weil er ja dort am Kreuz die Strafe dafür getragen hat. Und das habe ich dann auch tatsächlich eines Abends gemacht, da war ich in Frankfurt eingeladen auf einem Demeter-Kongress, also diesem biologisch-dynamischen Anbauverband für Biolandwirtschaft, und habe dann den Abendvortrag geschwänzt und abends in meinem Zimmer dann eine Liste geschrieben, wo alles drauf stand, wo ich wusste, das war falsch, das hat mein Gewissen belastet oder wo ich auch inzwischen verstanden hatte, dass es Gott nicht wohlgefällig war. Das habe ich dann ihm im Gebet auch dann bekannt und habe ihm um Vergebung dafür gebeten und ihm gedankt, dass ich jetzt davon frei bin und gesagt, dann will ich jetzt auch ihm nachfolgen, ich will jetzt sein Kind sozusagen sein. Der Tim kam ja dann jede Woche immer freitags vom Markt zurück und hat dann erzählt, was da so alles passiert ist, was dieser Mann alles erzählt hat. Und das war natürlich immer sehr spannend. Und eines Tages hat er extra für mich eine Broschüre mitgegeben. Und
Da war eigentlich genau meine Frage beantwortet, nämlich warum dieser Jesus da immer am Kreuz hängt. Und zwar stand da drinne, dass Jesus für mich, für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und da stand auch drinne, dass man das für sich persönlich in Anspruch nehmen muss. Und ich habe dann gesagt, Jesus, wenn das so ist, dass du für mich die Schuld getragen hast, dann werde ich dir jetzt nachfolgen. Und über Umwege kann man quasi sagen, dass das sich erfüllt hat, dass ich durch den Tim sozusagen Gott finden werde. Auf diese Weise haben wir dann eben beide die Beziehung zu Gott gefunden, die wir immer gesucht haben. Und Gott hat dann in unserem Leben auch wirklich vieles verändert, zum Positiven. Beispielsweise ist die Beziehung zu Judiths erster Tochter dann wirklich gut geworden. Was ich ja über Jahre einfach nicht hingekriegt habe, das hat Gott geschafft, dass einfach wir wirklich ein prima Verhältnis jetzt miteinander haben und uns gut verstehen, ohne dass diese Eintrübungen dabei sind, wie das früher immer der Fall gewesen war. Und wir leben eben auch immer wieder, wie Gott uns führt in unserem Alltag. Bei uns im Leben ist nicht immer alles Sonnenschein. Das kann man schon so sagen. Aber trotzdem fühle ich mich doch in Gottes Hand geborgen.